Die häufigste Erkrankung der Kreislaufbeschwerden ist ja die Arteriosklerose, das heißt der drohende Herzinfarkt, die Durchblutungsstörung der Arterien. Und da ist der häufigste Grund einerseits die Ernährung mit zu viel tierischen Fetten in der Nahrung. Ein anderer Grund ist die fehlende Bewegung, zu wenig Sport. Dann gibt es andere Risikofaktoren wie Rauchen, Nikotinmissbrauch. Ein anderer Grund ist das Alter. Je älter das man wird, desto häufiger nehmen auch diese Krankheiten zu. Die Krankheiten, die durch die Blutgefäße bedingt sind, da gehört der Bluthochdruck dazu. Auch zu den Kreislaufbeschwerden zählt man den tiefen Blutdruck. Das ist allerdings nicht eine Krankheit, sondern in der Regel ist das einfach lästig und für die inneren Organe eigentlich eher gesund. Und auch Venenerkrankungen, also wenn jemand Krampfadern hat oder Venenthrombosen, das zählt man auch zu den Kreislaufbeschwerden. Häufig sind auch Herzklappenfälle, die man dann natürlich operieren muss, oder Herzrhythmusstörungen. Die Kreislaufbeschwerden gehören zu den häufigsten Krankheiten. Einerseits bei den Todesursachen ist das die häufigste Ursache mit 33%, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und es ist auch eine der häufigsten Gründe, wieso das Patienten zu uns in die Sprechstunde kommen. Wenn ein Patient schon einen Herzinfarkt gehabt hat, dann ist es ganz klar, dann muss man das mit chemischen Medikamenten behandeln. Man kann aber sehr gut diese Therapie durch homöopathische Medikamente ergänzen. Die Homöopathie ist ein in sich selbst geschlossenes Behandlungsprinzip, das auf dem Ähnlichkeitsgesetz beruht. Das heißt, man muss ein Arzneimittel auswählen, das bei einem gesunden Menschen ähnliche Symptome hervorbringen kann, wie sie beim Kranken in Erscheinung treten. Samuel Hahnemann war erst einmal ein Arzt und hat sich dann ins Studium der Literatur vertieft und das Ähnlichkeitsgesetz wieder neu formuliert und dann die ganze Behandlungsmethode entwickelt. Wenn ein Patient mit Kreislaufbeschwerden in die homöopathische Behandlung kommt, wird der homöopathische Arzt aufgrund aller Symptome, die der Patient sonst auch noch hat, diese Patienten haben häufig auch noch andere Erkrankungen, das individuelle Arzneimittel für diesen Patienten verschreiben. Der Patient nimmt dieses Medikament dann entweder als Kügelchen, als Globuli ein. Die gibt man in größeren Abständen, je nach Krankheit, einmal in der Woche bis vierwöchentlich. Oder es gibt auch spezielle Globuli, die man in einer alkoholischen Lösung auflöst und dann einmal am Tag als Tropfen einnehmen kann. Die Homöopathie existiert in der Schweiz seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wurde schon immer durch ausgebildete Ärztinnen und Ärzte praktiziert, aber auch durch Naturopathen oder Heilpraktiker. Gegenwärtig gibt es in der Schweiz knapp 300 approbierte Ärztinnen und Ärzte, die Homöopathie ausüben, und das in allen drei Sprachregionen. Die Ärzte in der Schweiz haben einen Verein gegründet, Verein der homöopathischen Ärztinnen und Ärzte der Schweiz. Die Gründung erfolgte 1856. Es ist eine der ältesten Ärztegesellschaften in der Schweiz.